Grüß Gott zu einer weiteren Folge von History, dem großen Geschichte-Magazin auf Express.tv, auf Express.at. Heute geht es um einen sehr aktuellen Beitrag, nämlich darum auch, dass Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, die Flotte der Atom-U-Boote auslaufen hat lassen. Und das ist doch eine Besonderheit in unserer Situation hier mit der Ukraine-Krise, mit dem West-Ost-Konflikt, den wir momentan erleben. Und U-Boote gibt es jetzt derzeit nur noch, also Atom-U-Boote mit dieser Kapazität hat jetzt nur noch Frankreich. Und wir gehen jetzt aber 110 Jahre zurück in eine Zeit, in der die K&K-Kriegsmarine ebenfalls eine Bedrohung war mit ihren U-Booten, die sie in der Adria eingesetzt hat. Ich spreche dazu mit einem Top-Experten des Heeresgeschichtlichen Museums, Direktor Christian M. Ortner. Und wir schauen uns gemeinsam jetzt an, wie diese Besatzungen auch damals auf diesen U-Booten gelebt haben. Heute sind wir wieder bei einem ganz spannenden Kapitel der K&K-Kriegsmarine hier im Heeresgeschichtlichen Museum. Und wir sind hier vor einem ganz außergewöhnlichen Ausstellungsstück mit unserem Experten, Herrn Direktor Christian M. Ortner. Er ist hier der Chef des Hauses und steigen wir gleich einmal in die Thematik voll ein. Das ist ein sehr, sehr seltenes Ausstellungsstück, das U-20 der K&K-Kriegsmarine. Wo ist das eigentlich gefunden worden? Das interessante Objekt ist ein Kommandoturm eines ehemaligen österreich-ungarischen Unterseeboots, nämlich des Unterseeboots Nummer 20. Eigentlich in der K&K-Kriegsmarine ein etwas unglückliches Boot und das Schicksal war sehr lange unklar, aber 1962 hat man das Wrack im Bereich der Tagliamento-Mündung in der Adria gefunden und erst dann hat sich das Schicksal dieses U-Boots klären lassen. Gibt es eigentlich noch andere derartige Artefakte aus dieser Zeit? Es ist ja sehr gut erhalten, man kann ja auch, glaube ich, reinschauen, das werden wir dann auch machen. Gibt es noch andere derartig gut erhaltene Boote oder Reste von Booten? Ja, von englischen und deutschen U-Booten gibt es natürlich in einzelnen Marinemuseen entsprechende Exponate, aber von der K&K-Kriegsmarine und von der K&K-U-Boot-Flottille ist das das einzige wirklich erhalten gebliebene Originalbaustück eines derartigen Bootes. Wir wollen ja heute prinzipiell auch einmal darüber reden, über die Bedeutung dieser U-Boot-Waffe für die K&K-Kriegsmarine. Was konnten diese U-Boote, was konnten sie nicht, wie waren die Erwartungen gesetzt und wie wurden die Erwartungen auch tatsächlich dann erfüllt? Man hat ja, glaube ich, schon ab 1905 begonnen mit einer Evaluierungsphase, ob man das überhaupt braucht, ob man das ankaufen soll, ob das gebaut werden soll. Wie ist es dann weitergegangen? Das Interessante ist, dass U-Boote ja nicht unbedingt eine Schöpfung des 20. Jahrhunderts sind, sondern die Ideen sind dann schon älter. Aber da war vermutlich der große Nachbarstaat im Norden, nämlich das Deutsche Reich, wieder ein bisschen Impulsgeber. Und als sich die deutsche Kriegsmarine entschloss, entsprechende U-Boote anzuschaffen, hat man auch in Österreich-Ungarn sich mit dieser Frage beschäftigt und zuallererst einmal sehr lange evaluiert. Das ist ja nicht ganz untypisch für die Republik jetzt auch noch, dass man noch lange evaluiert. Ich glaube, wir evaluieren jetzt bei den Abfangjägern ja schon wieder ein paar Jahre und wir werden auch noch weitere Jahre evaluieren, bis die nächsten runterfallen werden einmal. Also wir sind jetzt bei der U-Boot-Waffe in einer Phase, da wollte man das ankaufen. Und wo hat man das dann eigentlich angekauft und wo ist das dann gebaut worden? Naja, der Ankauf eines derartigen Stückes ist ja relativ leicht erledigt, wenn man das Geld hat. Das Problem ist aber, dass die technische Entwicklung so derartig rasant gewesen ist, dass manche U-Boote innerhalb von 1-2 Jahren bereits veraltet waren. Also Evaluierungsphasen waren durchaus sinnvoll und manchmal gehen sie auch ein bisschen zu weit. Und im Jahr 1909 sind die ersten U-Boote angekauft worden. Man konnte sie aber noch nicht in österreichischen Werften produzieren, sondern man musste nach Deutschland gehen. Deutschland, ich glaube, da war Kiel das Zentrum des U-Boot-Baus. Wie sind diese U-Boote dann eigentlich in die Adria gekommen? Sind die dann diesen großen Weg über Gibraltar gefahren? Die Verstellung dieser U-Boote lief natürlich auf dem Seeweg und in Friedenszeiten ist das nicht das ganz große Problem. Während des Krieges, und da greife ich ein bisschen vor, sollte das aber ein ganz großes Problem werden. Man versuchte dann U-Boote auf dem Landweg von der deutschen Nordseeküste in die Adria zu bringen. Das war ein relativ komplexes Unterfangen und man brauchte dafür Spezialwaggons, Spezialzüge, also eine logistische große Herausforderung.
Bleiben wir jetzt noch bei dem U20, das wir hier sehen. Wann ist das gebaut worden und wie viele Personen haben darin Platz gehabt und wie hat es eigentlich mit der Bewaffnung von diesem U-Boot, dieser ersten Phase der U-Boot-Waffe eigentlich ausgesehen? U20 ist ein typisches Ergebnis des Kriegseintritts Italien während des Ersten Weltkriegs. 1914 hatte man gerade mal 6 U-Boote zur Verfügung, 15 dann mit Italien eine neue maritime Macht, in der Adria vor allem, und man legte bereits mehrere Boote auf Stapel. Und bei U20 ist etwas passiert, was wir vielleicht auch aus der Allgemeinheit kennen, wenn man eine alte Planung versucht zu modifizieren und zu verbessern, passen die Komponenten teilweise nicht zusammen. Das heißt, der Bau dieses Bootes beziehungsweise die Phase bis zur Indienststellung war mit 2 Jahren sehr, sehr lange. Und dann ist dieses Boot im Kriegshafen Pula eingesetzt gewesen, also den Heimathafen Pula gehabt. Und wo war das überhaupt dann unterwegs? Eigentlich wahrscheinlich nur in der Adria, oder? Das erste Zentrum der K&K-U-Boote war natürlich Pola mit einer entsprechenden U-Boot-Station. Während des Krieges hat man dann aber eine zusätzliche U-Boot-Station in den Hafen von Cattaro, also relativ weit südlich in der Adria, einrichten können. Und das war strategisch von ganz großer Bedeutung, weil nämlich der Übergang von der Adria ins Mittelmeer dann innerhalb von, sage ich mal, wenigen Stunden erreicht werden konnte, während man etwa von Pola bis Otranto fast 2,5 Tage brauchte. Dieses U-Boot U20 war dann auch in Kampfhandlungen involviert und gab es da auch eine gewisse Erfolgsquote dann für diese Einsätze? U20 war ein, heute würde man sagen, ein klassisches Unglücksboot. Zum einen eine sehr, sehr lange Bauzeit. Dann große Probleme, weil die technischen Komponenten nicht zusammengepasst haben. Also permanent zurück wiederum in die Werft adaptieren. Dann die ersten Tauchversuche, Erprobungen haben nicht funktioniert. U20 wäre fast einmal abgesoffen und nicht mehr heraufgekommen. Dann Modifikationen mit der Maschinenanlage. Und dann in Dienst gestellt und insgesamt 3 Feindfahrten hat wohl gegnerische Ziele gesichtet, aber kam nie nahe genug heran, um einen Torpedo zu lancieren. Nach der letzten Feindfahrt ist U20 nicht mehr zurückgekehrt. Das Schicksal war sehr lange ungeklärt. Bis dahin hatte U20 kein einziges feindliches Schiff versenkt, also nicht sehr erfolgreich. Und das Schicksal hat sich erst nach der Bergung im Jahr 1962 dann klären lassen. Die Propaganda im Zweiten Weltkrieg hat ja dann die U-Boot-Waffe ja extrem hochstilisiert. Es wurden Wochenschauberichte über die einzelnen Kapitänleutnants gedreht. Da wurden Heldenepen gedreht über diese Zeit, über diese Waffe. Wie war das eigentlich mit der Propaganda und der U-Boot-Waffe im Ersten Weltkrieg unter der K&K-Monarchie? Ist das genutzt worden als Propaganda? Und konnte man überhaupt Erfolge präsentieren? Das Interessante ist, dass die U-Boot-Waffe innerhalb der kaiserlichen Marinen, vor allem in Deutschland und Österreich-Ungarn, eigentlich als kleiner Nebenzweig gegolten haben. Also da waren die großen Schlachtschiffe das Entscheidende. Man hat dann aber insbesondere nach der Skagerrak-Schlacht erkannt, wo es ja zur Konfrontation zwischen der großen englischen Flotte und der deutschen gekommen ist, dass man mit viel kleineren Einheiten bedeutend größere Erfolge erreichen kann. Und da werden plötzlich die U-Boote extrem wichtig, weil sie wenig Besatzung haben, leicht zu bauen sind. Und plötzlich werden dann die ersten Helden geboren. Etwa gerade bei den Deutschen, Weddingen, der 3 britische Schlachtschiffe versenken kann innerhalb von einem Tag, das hätte die gesamte deutsche Flotte nicht zustande gebracht. Und plötzlich sind dann auch die ersten Helden geboren. Und dieser Propagandaschwung, der hier entsteht, der springt auch auf Österreich-Ungarn über. Bei der österreich-ungarischen Marine, wer war da der Kapitänleutnant oder der Kapitän, der die meisten Erfolge erzielt hat? Gab es da auch so einen Hero, der durch die Propagandagazetten dann getrieben worden ist und der vielleicht Orden bekommen hat? Ja, also bei der Bewertung der U-Boot-Kommandanten gibt es unterschiedliche Kategorien. Da spielt natürlich ein bisschen die Eitelkeit mit. Wo sind die großen Tonnagekönige, also die Handelsschiffe versenken? Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann den Kampf mit feindlichen Schlachtschiffen. Das ist bedeutend komplizierter und auch schwieriger. Und da gibt es 3 Namen, die man auf jeden Fall nennen muss. Das ist natürlich Lerch, Trapp und Singulet, in denen es gelungen ist, 3 Panzerkreuzer zu versenken bzw. schwer zu beschädigen.
Trapp ist uns ja allen bekannt. Können Sie da noch ein bisschen was erzählen, wie das bei Trapp eben abgelaufen ist und warum er uns jetzt dann auch so gut in Erinnerung ist? Ritter von Trapp ist insofern interessant. Er wird in eine klassische Marineoffiziersfamilie hineingeboren, entscheidet sich auch, den Beruf des Vaters zu übernehmen, geht auf die Militär- bzw. Marineakademie in Fiume, schließt sehr gut ab und er ist sehr jung und lernt dort in Pola die U-Boote kennen. Und er sagt, das ist eine moderne Waffe, ich interessiere mich dafür. Und er bekommt dann auch sehr schnell ein Kommando und ist ein klassischer, guter, friedensausgebildeter U-Boot-Kommandant. Und wird dann bereits 14 als U-Boot-Kommandant eingesetzt und ihm gelingt dann auch die Versenkung eines italienischen Panzerkreuzers. Und da geht es dann plötzlich mit seiner Karriere ab. Er versenkt dann auch ein italienisches U-Boot und wird dann Kommandant der U-Boot-Station und ist damit natürlich der U-Boot-Held schlechthin. Interessant ist, dass er nach dem Zusammenbruch der österreich-ungarischen Monarchie sich für Österreich entscheidet. Das heißt, er geht nicht nach Italien oder ins neu gegründete Jugoslawien. Und er bleibt der Marine ein bisschen treu und hat aber dann das große Problem, dass er im Rahmen der Wirtschaftskrise sein ganzes Geld verliert. Und man entscheidet sich dann auszuwandern und als Einnahmequelle wird der Familienchor verwendet und der schlägt dann plötzlich in den Vereinigten Staaten komplett durch und die singende Trapp-Familie wird dort eigentlich zu einem Markenartikel. Man war ja in Österreich, Ungarn von Importen großer Menge eigentlich abhängig und die U-Boote hätten ja vielleicht auch eingesetzt werden können, diese Blockade auch zu durchbrechen. War das dann möglich? Die U-Boot-Waffe der österreich-ungarischen Kriegsmarine war ähnlich problematisch angelegt wie die gesamte Kriegsmarine, weil sie vom strategischen Konzept her eine reine Defensivmarine gewesen ist. Das heißt, man sollte im Prinzip Anlandungsversuche an der österreichischen adriatischen Küste verhindern. Das heißt, keine operativ fähige Flotte. Dementsprechend ist die Masse der Kriegsschiffe auch mit sehr geringen Öl- und Kohlevorräten ausgestattet. Das heißt, der Aktionsradius ist sehr gering. Und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt ins Mittelmeer möchte oder ganz hinunter in die Adria, das dauert seine Zeit und der Aktionsradius ist teilweise zu klein. Und die K&K-Kriegsmarine ist bei Kriegsbeginn 1914 gerade in der Transformation von einer reinen Küstenschutzflotte in eine operative, hat aber diese Transformation noch nicht abgeschlossen. Was mich jetzt noch interessieren würde, was war eigentlich der weiteste Weg eines K&K-U-Boots, die größte Distanz, die je zurückgelegt worden ist, wie weit ist man da eigentlich gekommen? Die großen Fahrten unter Anführungszeichen für K&K-Kriegsmarine-U-Boote waren eigentlich sehr gering, weil die Aktionsradien einfach begrenzt waren. Die österreichischen U-Boote waren einfach zu klein. Nur die ganz modernen, die während des Krieges dann geliefert werden, waren überhaupt in der Lage, weiter ins Mittelmeer vorzudringen. Man gelangte bis ins östliche Mittelmeer, in griechische Gewässer, aber das war es dann auch schon, weil man musste ja auch wieder zurückkehren. Wir sind ja mittendrin in einem Beitrag über die U-Boote der K&K-Marine und es bleibt weiter sehr, sehr spannend. Wie war das jetzt dann bei Kriegsende 1918? Wir wissen ja auch den Großteil der Kriegsmarine entweder selbst versenkt, von den Italienern noch versenkt. Wie viele U-Boote waren da eigentlich noch einsatztauglich und was ist eigentlich mit dieser Waffe dann passiert? Haben das dann die Siegermächte bekommen? Haben das dann die Nachfolgestaaten Österreichs erhalten als Teil ihrer Flotte? Insgesamt hat die K&K-Kriegsmarine 27 eigene Boote in Dienst gestellt während des Krieges bzw. davor. Von denen gingen 6 bzw. 7 verloren, also insgesamt waren noch 20 da. Die ersten, die 1909 in Dienst gestellt worden sind, waren eigentlich de facto nicht mehr einsatzbereit, sondern waren Schulboote. Also wenn man von ca. 15 bis 16 Booten ausgeht, wurden die alle an die Siegermächte verteilt. Es ist ja nicht ganz unkurios, der jungen Republik Österreich wurde im Vertrag von Saint-Germain der Besitz von U-Booten verboten, wobei sich die Frage stellt, wo hätte man denn die überhaupt einsetzen können? Bodensee wohl eher nicht. Attersee vielleicht. Ja, das wären die Möglichkeiten gewesen. Aber waren die dann noch länger dann im Einsatz? Die waren ja wahrscheinlich, wenn sie 1916, 17 in Dienst gestellt worden sind, relativ modern.
Die modernen Boote der letzten Auslieferungsphasen 1917, 1918, die wurden teilweise vom neu entstandenen Staat Jugoslawien übernommen. Jene Boote, die etwa in Frankreich, England oder Italien übergeben worden sind, sind alle während der Jahre 1919, 1920 abgewrackt worden. Dann schauen wir mal in ein U-Boot rein. Es ist hochinteressant, dass wir da überhaupt noch in eins hineinschauen dürfen, wie eng das nämlich war. Man hat ja da keine so Vorstellung, weil als Normalbürger, man kommt da eher selten dazu, dass man sich das anschauen kann. Und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wir haben hier jetzt einen ganz exklusiven Einblick für alle Express-TV-Zuseher, wo man eigentlich hier gar nie runterkommt. Wir sind jetzt im Inneren des U-20 im Erdgeschoss des Heeresgeschichtlichen Museums. Also das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und das neben mir ist das Periskop des U-20 gewesen. Und man sieht jetzt ein bisschen, wie eng das eigentlich war und was für Lebensbedingungen das war. Wo haben da diese Menschen eigentlich geschlafen, gelebt, wenn sie auf Feindfahrt waren? Nachdem die Masse der österreichischen Unterseeboote ja reine Küstenschutzboote gewesen sind, hat man gemeint, die sind ja nur auf ein, zwei Tage draußen und laufen wieder ein. Während des Krieges verlängern sich aber die Einsatzzeiten und die Leute müssen erst an Bord leben und dafür waren die Boote überhaupt nicht ausgerichtet. Das heißt, wenn man da zwischen 15 und 18 Personen drinnen hat, die schlafen teilweise einfach auf dem Boden. Es gibt immense Probleme etwa mit den Maschinenanlagen, Kohlenmonoxidvergiftung, sind an der Tagesordnung. Also ein richtiges Leben herinnen ist eigentlich fast nicht möglich. Und die hygienischen Bedingungen waren wahrscheinlich auch nicht ganz so optimal, wenn 15 Personen auf wie vielen Metern da zusammenleben müssen? Auf rund 20 Metern sind sie zusammen, da sind aber die Maschinenanlagen noch dabei. Also etwas wie eine Dusche gibt es natürlich gar nicht. Das heißt, man hat ja eh das Meer vor dem eigenen Bug. Also Lebensbedingungen wirklich katastrophal. Und das führt ja auch dazu, dass man die U-Boot-Besatzungen als besondere Helden bezeichnet hat. Und sie zählen ja innerhalb der KMK-Kriegsmarine auch zu den höchst ausgezeichneten Marine- und Offizierspersonen. Herr Direktor, können Sie uns sagen, wie viele Bewohner der österreichisch-ungarischen Monarchie hier als U-Boot-Fahrer dann gedient haben? Wir haben es schon gehört, bei ungefähr 15, 16 Booten, die ständig im Einsatz waren, muss das im Laufe des Krieges doch eine Menge gewesen sein. Interessanterweise nicht. Wir haben also Besatzungen von zwischen 15 und 20 Personen. Es gibt ein relativ kleines U-Boot-Fahrerkorps. Es gibt auch ein relativ kleines Offizierskorps, das überhaupt mit U-Booten fahren kann. Da sind wir bei gerade mal 30 Kommandanten, also sehr, sehr wenig. Und man schottet sie auch ab. Sie sind natürlich eine Spezialwaffe. Man hat ihnen zwar ein eigenes Abzeichen gestiftet mit UB, also praktisch U-Boot. Das durfte man aber im Hinterland gar nicht tragen, damit man das nicht erkennt. Aha, das ist ein Angehöriger einer derartigen technischen Wunderwaffe. Also man hat sie wirklich abgeschirmt und das war schon ein eigener verschworener Haufen. Jetzt schauen wir, dass wir wieder raufkommen, bevor wir alle Platzangst haben mit dem Kameramann hier in dieser Enge. Wir sind hier zu dritt in dem U-Boot. Also ich kann mir ungefähr jetzt vorstellen, wie das ist, wenn wir zu 15 hier wären. Also es wäre relativ eng. Danke vielmals. Herr Direktor Ortner, wir sind hier im Marinesaal. Hier sind wir vor einem ganz besonderen Ausstellungsstück, einem der ersten Torpedos, die überhaupt gebaut worden sind. Was hat's mit dem Stück auf sich und wie ist das eigentlich ins Museum gekommen? Das Interessante ist, dass man eigentlich mit dem Begriff Torpedo die moderne Torpedowaffe von heute meint, also selbst angetrieben, findet sein Ziel mit unterschiedlichen Suchsystemen. Torpedo bedeutet aber in der ursprünglichen Formulierung einfach nur ein Explosivkörper, der unterseeisch zur Explosion gebracht wird. Also hat eigentlich auch Minen impliziert. Und das Interessante ist, dass der Versuch mit praktisch unter der Wasserlinie befindlichen Sprengladungen feindliche Schiffe zum Versenken zu bringen, das ist eine uralte Idee. Und ursprünglich hat man das gemacht, indem man diese Sprengkörper an einer langen Stange am Bug vorne montiert hat und in der Nacht an ein feindliches Schlachtschiff herangerudert ist und dann mit einem sogenannten Spierentorpedo, weil eben mit Stange, dieses versenkt hat oder beschädigt hat. Und diese Torpedowaffe hat sich weiterentwickelt. Das Interessante ist, dass die Idee des modernen Torpedos eigentlich aus Österreich stammt. Es ist ein Italiener in österreichischen Diensten, Giovanni Lupis, der sich diese besondere Waffe als Küstenschutzeinrichtung vorstellen kann.
Dieses Torpedo jetzt ist aber eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ja ganz was Außergewöhnliches, weil wenn wir an U-Boote, Torpedos denken, sind wir eigentlich jedes Mal mit unseren Gedanken schon im 20. Jahrhundert. Aus was für einem Jahr stammt dieses Torpedo? Ja, dieses Torpedo ist das erste selbst angetriebene Torpedo, stammt aus dem Jahr 1866, ist eine Koproduktion, wenn man das so will, vom geistigen, konstruktiven her, zwischen Giovanni Lupis und der berühmten Torpedofabrikation in Dubrovnik, Fiume, Whitehead. Und das Bedeutend ist, man konnte diesen Torpedo abfeuern oder lancieren, wie es damals geheißen hat, und musste nicht mehr in die Steuerung eingreifen. Dann ging es aber mit dieser Torpedowaffe ja ein bisschen österreichisch zu. Also wir haben zwar diese Entwicklung gehabt als K&K-Marine, und was ist dann weiter passiert? Das ist ja dann ganz eigentlich eine groteske Situation, die dann entstanden ist. Eigentlich hat die K&K-Kriegsmarine diesen Torpedo ursprünglich abgelehnt und gemeint, also das braucht man nicht, das wäre also etwas eine irrige Entwicklung. Nachdem man aber ein bisschen weiter geforscht hat, weiter konstruiert hat und dieser Torpedo durchaus eine gute Performance abgegeben hat, hat die K&K-Kriegsmarine sich dann entschieden, übernehmen wir. Und die Produktion sollte bei der Firma Whitehead in Dubrovnik oder Fiume erfolgen. Nur die Firma wollte natürlich nicht nur an die K&K-Kriegsmarine liefern, sondern auch an andere Marinen. Und das hat sie auch getan. Somit ist dieser technische Vorsprung, den die K&K-Kriegsmarine gehabt hat, eigentlich wieder verpufft. Es haben dann alle Flotten diese Technologie dann gehabt. Wir haben es dann auch selber dann am eigenen Leib gespürt, dass die es auch gehabt haben. Wie war das dann eigentlich in der Weiterentwicklung dieser Torpedowaffe? Die sind dann ja immer schneller geworden, immer mehr Sprengstoff. Man hat ja das auch dann in den U-Booten gemerkt. Also man hat dann wie viele Torpedos eigentlich mitgehabt bei so einer Feindfahrt? Ja, das Interessante ist, dass das Torpedo eigentlich nicht die Hauptwaffe des U-Boots gewesen ist. Das Torpedo ist vor allem von Torpedobooten verwendet worden, das heißt überseeischen Streitkräften. Die Hauptwaffe des U-Bootes war eigentlich ein kleines Geschütz am Rumpf, mit dem man halt feindliche Handelsschiffe eingeschüchtert hat und notfalls versenkt hat. In der Regel waren 1 bis 2 Torpedos an Bord, also im Ersten Weltkrieg, das ist für 2 Lancierungen. Die größeren Booten haben dann 4 bis 6 und erst die deutschen großen Boote haben dann 10 bis 12 Torpedos. Das heißt also nicht wirklich viel. Aber das Interessante ist, dass die Hauptwaffe des U-Boots eigentlich das Geschütz ist und nicht der Torpedo ist. Jetzt Ihr Resümee eigentlich von dem ganzen Einsatz der U-Boot-Waffe in der K&K-Marine im Ersten Weltkrieg. Hat das eine gewisse Kriegsmitentscheidung gebracht oder war das eine teure Waffe, die eigentlich so, wie sie verwendet worden ist, relativ sinnlos war? Das ist die ganz große Frage, die wir uns nicht nur heute als historisch Interessierte stellen, sondern die bereits unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs gestellt worden ist. Was hat die K&K-Kriegsmarine geleistet? Was haben die unterschiedlichen Sparten geleistet? Und da gab es bereits einen marineinternen Konflikt der alten Veteranen, die gemeint haben, naja, was wäre denn jetzt entscheidender gewesen? Die großen Schlachtschiffe durch ihre permanente Bedrohung oder die kleineren Einheiten, Torpedoboote und U-Boote, die ja permanent im Einsatz waren? Und da hat sich dann letztlich herausgestellt, dass eigentlich die U-Boote beziehungsweise im Hinblick auf ihre Anschaffungskosten eigentlich die günstigste Variante gewesen sind, weil für die Kosten eines großen Schlachtschiffes der Dreadnought-Klasse konnte man 10 bis 15 U-Boote bauen. Und die waren natürlich bei weitem erfolgreicher gewesen als die großen Schlachtschiffe. Aufgrund seines Aussehens hat der erste moderne Torpedo auch die Bezeichnung Fischtorpedo bekommen. Er unterscheidet sich damit eigentlich von der Seemine, die ja rund gewesen ist. Ganz charakteristisch ist das entsprechende Schraubenblatt, das heißt, der Torpedo ist selber angetrieben. Der Antrieb selber, ganz interessant, am Anfang hat man versucht, mechanisch wie eine Art Blechaufziehspielzeug einen Antrieb zu konzipieren, hat sich nicht bewährt. In weiterer Folge macht man das mit Druckluft. Und dieser Torpedo konnte durchaus eine Geschwindigkeit von 6 bis 7 Meilen erreichen. Problematisch ist, dass natürlich bei nur einer Schraube sich das Drehmoment der Schraube dann auch auf den ganzen Torpedo übertragen kann. Das heißt, es könnte der ganze Torpedo beginnen, sich zu drehen. Und um das zu verhindern, waren hier Flossen angebracht. Damit ist die Sache schon ein bisschen exotisch im Aussehen.
Zweites großes Problem war natürlich die Tiefensteuerung. Heute bei den modernen Torpedos geschieht das mit einem entsprechenden Manometer. Das heißt, der Wasserdruck wird gemessen und daraus kann man natürlich die Tiefe relativ gut berechnen und einstellen. Gab es damals noch nicht. Man hat das mit einer Art Lot gemacht. Ein Lot bleibt ja, sagt ja schon der Name, immer im Lot. Und wenn der Torpedo jetzt abzusinken beginnt, verändert sich der Winkel vom Torpedokörper zum Lot und automatisch wird eine Tiefensteuerung, nämlich wieder hinauf, betätigt und umgekehrt. Das führte aber bei den ersten Prototypen dazu, dass eine Art Pendeleffekt entsteht. Das heißt, es konnte passieren, dass ein Torpedo auf ein Ziel zurast, dann aber genau untertaucht und auf der anderen Seite wieder auftaucht, weil die Tiefensteuerung nicht stabil gewesen ist. Und der dritte große Nachteil war, wenn man einen entsprechenden Druckluftantrieb verwendet, entsteht hinten eine Art eine Spur aus Blasen. Das heißt, das Ziel konnte sofort erkennen, aha, da kommt ein Torpedo heran und damit wusste man auch sofort, wo ist das abfeuernde U-Boot oder das abfeuernde Torpedoboot. Also am Anfang noch sehr, sehr fast romantisch. Es ist in dieser Form nur zu einem einzigen wirklich erfolgreichen Einsatz gekommen. 1878 ein russisches Kriegsschiff versenkt auf eine Distanz von 100 Meter einen osmanischen Dampfer. Naja, da hat man nicht viel falsch machen können. Aber erst dann ab den 1890er Jahren wird der Torpedo dann wirklich modern. Er bekommt einen Doppelschraubenantrieb, er bekommt einen Manometer und dann durchaus Sprengladungen von 30, 40, 50 Kilogramm und damit ist das schon eine effektive Waffe. Herr Direktor Ortner, wir sind hier jetzt eigentlich bei der Urform des Torpedos, auch von einem Italiener in österreichischen Diensten ersonnen. Das ist jetzt eigentlich die erste, wenn man so nennen will, Meeresdrohne. Im Prinzip ja. Es ist Lupis gewesen, der die Idee hatte, wie kann man möglichst günstig und flexibel einen Küstenschutz aufbauen, wenn sich entsprechende Schlachtschiffe annähern. Und ein entsprechendes eigenes Kriegsschiff dorthin zu bringen, ist kostenaufwendig, ist auch sehr schwierig. Und er meinte, mit sehr einfach konzipierten kleinen Holzbooten mit einer entsprechenden Sprengladung könnte man eine Art gesteuerte Drohne konzipieren im modernen Sinne. Und er hat für diese Boote einen mechanischen Antrieb konzipiert, das heißt wie bei einem Blechspielzeug, man dreht das auf mit einer Schraube dran. Das Problem war aber die Steuerung und die Lenkung. Das heißt, man hat diese kleine, wir haben hier ein Modell, dieses kleine Boot zu Wasser gebracht und es brauchte insgesamt zwei Marinesoldaten, die rechts und links mit Schnüren dann dieses Boot Richtung Ziel gelenkt haben. Aber natürlich noch Oberwasser. Und das war auch der große Nachteil, weil der Gegner das natürlich sieht. Bei Nacht wäre das durchaus effektiv gewesen, während des Tages aber so gut wie nicht einsatzbereit. Und Lupis stellte das dann der Admiralität vor und sagt, das ist ein neues System. Und die Admiralität hat gesagt, nein. Und das Entscheidende ist, dass Lupis dann sehr enttäuscht gewesen ist und mit dem Konstrukteur Robert Whitehead, der in Fiume, Dubrovnik, eine kleine Fabrik gehabt hat. Und die kommen da zusammen und befruchten sich gegenseitig und Whitehead sagt, Oberwasser funktioniert nicht, aber vielleicht unter Wasser. Und daraus resultiert dann der erste moderne Torpedo. Wir haben hier in dem zweiten Schaukasten eine schon sehr moderne Version. Was sehen wir da? Da haben wir im Prinzip den Standard eigentlich des Ersten Weltkriegs. Die Masse der Torpedos ist ja nicht von U-Booten benutzt worden, sondern eigentlich von den Torpedobooten oder von den Torpedokreuzern. Und wir sehen hier das Modell einer entsprechenden Torpedo-Einrichtung. Das heißt, vorne im Bug gibt es die eingebauten sogenannten Lanzier. Man hat die Torpedos nicht abgeschossen, sondern lanciert. Das heißt, man führt dann einen entsprechenden Torpedo ein und mit einem starken Schub durch eine Dampfmaschine wird der Torpedo ausgestoßen und läuft dann auf sein Ziel zu. Also das entspricht eigentlich dem Standard des Ersten Weltkriegs für Torpedoboote. Für unsere Zuschauer, Torpedoboote waren sehr, sehr schnelle Boote für die damalige Zeit. Was für Geschwindigkeiten haben die erreicht? Na, wenn man sich so ein bisschen den Vergleich ansieht, damals waren 16, 17 Knoten schon drinnen. Das heißt, man war bedeutend schneller als die großen Schlachtschiffe. Und die Italiener waren da am allerweitesten mit ihrer Konstruktion. Sehr, sehr leichte Boote mit nur ein, zwei Torpedos drauf. Und die sind dermaßen schnell und werden auch kaum entdeckt. Und diese Torpedoboote haben ja der österreichischen Kriegsmarine zwei ganz große Verluste beibringen können.
damals wie heute ein typisch österreichisches Problem für die Armee oder damals für die Marine, hat es zu wenig Geld gegeben. Die K&K-Marine war ja auch nicht überfinanziert. Was hat man sich da alles einfallen lassen, um diese Geldprobleme dann doch irgendwie zu lösen, um neue Schiffe bauen lassen zu können, um auch die U-Boot-Waffe zu finanzieren? Das Interessante ist, dass das Bewusstsein einer K&K-Kriegsmarine vielleicht in den Küstengebieten der Monarchie sehr verbreitet gewesen ist, aber natürlich in den inneren Bereichen der Monarchie, da konnte keiner etwas mit Schiffen anfangen. Und Schiffe waren sehr teuer. Sie sind die teuersten Rüstungsgüter damals gewesen. Und die Marine ist da sehr, sehr geschickt. Heute würde man sagen, ein Sponsoring- und Marketingkonzept, in dem man etwa den Flottenhilfsverein oder den Flottenverein gründet, eine Art Partnerorganisation, die eigentlich die Anliegen der Kriegsmarine unterstützt hat, sowohl pekuniär, aber vor allem im PR-Bereich. Das geht so weit, dass man auch ein eigenes Kino betreibt, nämlich das Flottenkino in Wien, um der Bevölkerung diese neue Waffe schmackhaft zu machen, um dann auch die entsprechenden Rüstungsausgaben rechtfertigen zu können. Aber das hat nicht gereicht. Und man geht dann teilweise ganz subtile, aber durchaus effektive Wege, indem man etwa eine U-Boot-Spende auflegt und sagt, also bitte spendet für das nächste U-Boot. Und man hat im ganzen Monarchiegebiet so viel Geld aufgebracht, dass man ein komplettes Unterseeboot eigentlich aus den Spenden finanzieren konnte. Ja, also diese Besatzungen der K&K-U-Boote haben einiges durchgemacht und wir haben hier einen sehr guten Überblick bekommen, wie das Leben damals an Bord dieser kleinen noch und sehr engen Boote war. Und ja, die haben sich wirklich viel mitgemacht, diese Besatzungen. Schön, dass Sie da mit dabei waren. Schalten Sie nächsten Dienstag wieder ein, wenn es heißt History, das große Geschichte-Magazin. Bleiben Sie gesund.